Hallihallo und herzlich willkommen zum Gothic Dark Souls, soll ich sagen. Gothic Let's Play. Nicht wieder Dark Souls, Gothic, genau. Gothic 2. Gothic 2, Nacht des Raben, mit Addon. Ja. Soll ich starten? Ich hab's ja in der. Ja, mach Start einfach mal. Ich hab's ja eigentlich schon im nullten Part angekündigt, dass wir sowas machen. Ja, hier ist es. Geht los hier. Also mit Intro, das dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde. Nee, so lange nicht. Wenn das Intro kommt, dann kommt auch das Nacht des Raben Intro. Da labert uns Xanas eine halbe Stunde voll. Und dann geht's los. Okay, dann start einfach mal. Bis gleich. Oh, Ladebalken. Gibt's auch nicht mehr heutzutage, ne? Ladebalken? Doch, natürlich. Und die meisten sind das Ladekreise. Achso. Was? Alles behindert. Ich will nicht warten. Da geht's los. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Genau, los geht's. Wir quatschen jetzt mit Xardas und dann kommt noch ein Video von Nacht des Raben. Wie dann hier, Olle. Wer ist denn? Achso, ich dachte, wie hieß du. Wie Raven. Wie der Raven. Da bist du ja wieder. Die Nacht des Raven. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich drei Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. So. Eine neue Bedrohung. Genug Zeit haben wir jetzt. Schläfer ist besiegt. Das Witzige ist, Untertitel werden oben angezeigt. Echt? Das ist ja total dumm. Quasi Obertitel. Welche neue Bedrohung sprichst du? Jetzt kommt's, glaube ich. Ja. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Velias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt, diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Der böse Gott Belial.
Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ei, ei, ei. Was können wir tun? Wollen wir es abkürzen und nicht alles labern, oder? Ah, wollen wir alles klar? Wir sollten nicht unbedingt alles. Also ich möchte nicht unbedingt alles. Was möchtest du? Also ich muss... Ich kenne es auch schon 100 Mal. Ich auch. Reden einfach nebenbei über alles das, was er reden wollte. Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Ja. Was können wir tun? Achso, ich was brauche Waffen. Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Aber das Artefakt von Belia kann ich mich gar nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich glaube, das gab es ja auch gar nicht. Vielleicht kommt das neu durch Dings. Warum sollten wir ein paar Dinge Auge Innos geben? Wo genau ist Auge Innos? Hier. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Ende. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Über Kapitel 1, über Drohung. Das Ding ist, wenn wir noch weiter gelauert hätten, hätte er das doch gesagt. Ja, hier, auf Waffen, sagt er. Ja, hier im Turm, nimm alles, was du brauchst. Du musst die ganzen Bücher noch lesen, dann kriegt man Erfahrung. Also ab und zu kriegt 25 Erfahrung. 25, ja. Hier. Je nachdem, was, ja, man, was man liest. Also. Manchmal ist sogar ganz geil geschrieben. Der Typ muss weg. Da ist nämlich das Buch auch noch was. Gibt auch noch Erfahrung. Wie soll ich da rankommen? Der, ich glaube, du musst den anlabern und dann geht er irgendwann weg. Aber ist das wirklich so wichtig? Oder 25 Erfahrung. Du wolltest maximal Erfahrung, ja? Hast du gesagt. Irgendwie, also, Trank noch? Ja, die alte Steintafel. Guck mal, mach mal Inventar. Wie geht's Inventar? Da, die alte Steintafel. Kannst du die schon lesen jetzt? Ich weiß es gar nicht. Die alten... Wow. Sehr viele FPS? What the fuck? 5 FPS. What the fuck is new? Keine Ahnung. Das ist der magische Kreis vom Turm. Geh noch mal raus. Ja, warte mal. Was ich sagen wollte, die nicht alten. Alter, es kackt voll ab. Mega. Aber ich habe generell gelesen, dass. Alter. Das wird das voll asynchron dadurch, oder? Nein, wird's ja nicht. Boah. Gerade wegen der Einstellung wird's ja nicht asynchron. Auch nicht die Stimme? Nein. Hoffentlich. Alter! Ich habe gelesen, dass durch die Mod, die ich drauf habe, das Spiel ist jetzt ungefähr 100% mal schöner. Dass, aber anscheinend nicht flüssiger. Naja, gerade der Turm, der ist doch am meisten verbuggt. Zum Beispiel bei Rocket Beans habe ich da gesehen, den Mod, dass zum Beispiel der Turm zwischendurch mal Haare hatte und so. Haare? Haare. Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt geht's gerade, okay, das war irgendwie. Ich weiß nicht. Passiert mal, ab und zu, das ist so ein altes Spiel, da ich glaube, ich bin froh, dass es überhaupt läuft. Bei mir läuft's nicht, ne? Wie gesagt. Was haben wir hier? Da ging's nicht. Schlüssel. Für die so, jetzt mal eine Runde lesen. 25 Erfahrung! Das würde mal richtig crazy werden, wenn wir alle Bücher vorlesen, die wir finden. Guck mal. Jagd und Beute. Da würde ich absolut gegen protestieren. Ich finde es mal ganz cool, wenn wir welche machen, aber ich spule meistens vor. Ja. Das Buch haben wir eben schon. Die Blutfliegen. Die sind eigentlich ziemlich assi, weil immer die nicht trifft mit dem Bogen und so. Die musst du immer killen, bevor sie in der Nähe sind. Ja, ja, ja. 25 Erfahrung am Anfang echt wichtig, wenn du noch nicht so viel. Generell, hast. Irgendwann hast du immer den Fall, dass dann 5 fehlen, dann weißt du, bei sich. Oh, das wird immer so sein. Gold, Dietriche, Dolch. Ein Zauber, ein Lichtzauber.
Boah, ist schon wieder ein mega FPS-Spiel. Ja, ich glaube, wenn wir auf dem Turm raus sind, dann läuft es besser. Ja, kann sein. Vielleicht, weil du so hoch bist? Weiß ich nicht. Ja, nicht. Ich kenne mich mit Programmieren-Kram null aus. Ich auch nicht. So, ist auch geil. Durch. Dass der Ast mehr Damage macht als die bekloppte. Als der Dolch. Upsala, was war das denn? Hui. Du bist zur Seite gelaufen. Ja, die Tasten. Musst du gegen die Orks. Ach, guck mal, das. Wir können hier sogar bei Belia beten. Ja. Und da wird uns aber Leben abgezogen. Ja, das oder? Ist aber nur durch die Nacht des Rahmens, dieser Schrein da. Genau, der ist aus Mad-On, den gibt's vorher nicht. Den gibt's gar nicht im Spiel, jetzt hat man den öfter mal irgendwie Stellen. Ja, wir werden natürlich für die gute Seite spielen, ne? Auf jeden Fall. Willst du mal hier Strawpods und so? Willst du jetzt schon auflösen? Nee, aber erstmal ansagen, dass wir so, uns dann du kannst ja, entscheiden werden. Mach du mal, ich muss mich hier auf die Stauung. Ja, also ich habe ja im nullten Part angesprochen gehabt, dass wir zwei Entscheidungen treffen müssen. Einmal welchen Beruf. Welcher war das gewesen? Mein Handy, ich mach's mal aus. Welchen Beruf wir wählen? Ne, welche Klasse ist erstmal wichtiger? Entweder Novize, der wird dann später zum Magier. Ein Söldner, der wird zum Drachenjäger, was ich beides ziemlich cool finde. Oder das Lämste, wofür Marco stimmt. stimmt, hat. Miliz und dann später ein Paladin. Ja. Aktuell Novize und Söldner gleich auf mit jeweils 18 Votes. Heißt also, wir werden uns bis, weiß nicht wann, wollen wir uns den Deadline setzen? Bei Laris hast du gesagt. Bei Laris, in der Stadt. Weil da musst du dir dann den Bonus holen. Der kann ich dann quasi eine Stimme geben, dass du da aufgenommen wirst. Ach so? Ja. Da habe ich mich auch schon gar nicht mehr. Healing oder Golben und so mehr. Ja, das ist mega nervig. Ja, und deswegen werden wir uns entscheiden später noch, welche Klasse wir spielen werden. Also dann wahrscheinlich entweder Novize oder Söldner, was ich beides gut finde. Und dann noch die zweite Entscheidung, welcher Beruf? Jäger, Schmied oder Alchemist, wo Jäger mit 18 Votes, 3 Votes vor dem Schmied ist, der 15 Votes hat. Hab ich auch. Ich auch. Jäger finde ich am interessantesten, weil ich kann halt die Fälle ab. Ich weiß nicht, kannst du generell die Fälle abziehen oder musst nur du, als Jäger? Das ist das Erste, was du lernst bei ihm. Ja, ich glaube, Wolfsfälle und so weiter abziehen. Genau, Wolfsfälle, also generell Fälle kannst du alle abziehen. Später kannst du noch Klauen, Zähne. Genau, Klauen, Zähne, stimmt, das auch noch, ja. Und ich glaube, durch Add-on kannst du noch mehr machen. Frag mich nicht, durch was? Trophäen oder sowas? Die Köpfe oder so? Ich weiß nicht genau. Oh! Was war da? Was ist da? Gold. Ach, scheiße, was ist das Goldstück, Alter? What the fuck? Ey, das ist. Das Ding, was ich auch überlegt habe, cheaten wir? Also, nein. Nee, pass auf, lass mich zu Ende reden. Und zwar nein. In Form von Laden und Speichern, dass wir quasi, wenn wir alles verlieren, weil wir können ja alles an Gold verlieren, wenn wir verkloppt werden von jemandem. Werden wir ja nicht. Denn wir verkloppen alle. Eben. Nee, aber wenn wir durch, warum auch immer, also wenn wir sterben, laden wir natürlich, das ist klar. Ja, logisch. Soll ich dich irgendwie auch öfter wieder daran erinnern, dass du speichern sollst? Berne. Ah, das geht mir total auf den Nerven, dass ich immer bei diesen Leuten muss. Mach mal hier, wo ist denn der Safe, der Quick Safe für Quick Safe gibt's hier. Doch, ich weiß. Aber deswegen sollst du dir die Einstellung angucken. Gibt's keine Einstellung, das ist in der links nur festgelegt in der Datei. Echt? Ja. Na, es gibt da eine Tastenbelegung. Auch hier, oder? In der Einstellung? Ich glaube, ich hab's nicht aktiviert. Ich will nicht F9 drücken, ich hab Angst. Ich auch. Aber wir können, egal. Guck mal bei Escape, da gibt's doch Einstellungen, oder nicht? Ja, aber das ist, glaube ich, nicht im Spiel integriert. Steuerung. Oh Gott. Natürlich gibt's da irgendwo einen Standard. Klar gibt es. Nee, aber, nee, das Ding ist, Autosave, also Quicksave, gibt's im normalen Teil nicht. Das heißt, kannst du durch die INI-Datei ändern. Ja, dann machst halt über Escape und Spiel speichern. Soll ich jetzt schon speichern? Ja. Wir speichern wir mal alles hier. Kannst du mir die nicht löschen? Nein, kann man nicht. Nee. Das ist von mir noch, von meinem alten Spielstand. LP hast du ja da unten schon, du Lutscher. Ja, weil ich sie auch aufnehmen wollte, aber dann haben wir uns ja gefunden. Gefunden? Soll ich ihn verkloppen, oder? Ja, verklopp. Zieh den schweren Ast raus und... Oh, ich hole mal den Knüppel raus und dann... Speicherst du einen nur ein Slot oder jede Abschnitte immer wieder? Nee, ich speichere also immer mindestens 2 Slots. Ja. Wenn irgendwas schief geht, dann kannst du nochmal zurück, weißt du? Ja, wir haben auch schon im Turm der Drachenwurzel gefunden. Haben wir? Ja. Ach stimmt, da kriegt man glaube ich alle seltener einmal. Außer Feldknöterich. Weiß ich, hab. Feldknöterich war glaube ich zum Alchemieren, ne? Zum Tränkebrauen. Ja, genau, die bräuchte ich doch. Da ist eine Goblinbeere, sehe ich glaube ich die gelbe, oder? Ich glaube, die Goblinbeere ist viel Geschicklichkeit dran. Und die Drachenwurzel unten links, dieses komische Blatt, ist für Stärke. Jo. Genau. Also Moos ist es, ne? Weiß ich nicht, was ist das? Ja, auf jeden Fall. Selber. Permanenter Bonus auf Stärke und Geschicklichkeit. Und das darf man niemals essen. Ne? Also kannst du Tränke verbrauchen, glaube genau, ich. Genau, deswegen. Weil damit du 5 Stärke und 5 geschickt bekommst. Genau, wenn du 1 nur isst, kriegst du nur 1 und du kriegst du 5. Ah, oh, siehst du, ich hätte sie jetzt schon wieder gegessen. Nee. Ist doch schon wieder eine Weile her. Und was auch wichtig ist, Äpfel. Wenn du 10 Äpfel isst, dann kriegst du eine Stärke dazu. Genau, wie in echt. Ja, absolut. Ich bin auch mega stark, weil ich so viele Äpfel jeden Tag esse. Wie gesagt, diesen Anfang hier, den kenne ich auswendig. Echt nicht mehr. Das kenne ich. Ich kenne alles, aber nur so ein bisschen. Ich glaube, ich kenne alle Secrets am Anfang. Ja, anscheinend nicht, du hast die 25 Erfahrung nicht mitgenommen. Achso, naja, gut. Das ist auch ein kleines Secret, weil er sich nämlich direkt daran setzt. Ja, da war ich nur zu faul. Ja.
Geht das hier? Hat man denn klicken in dem Video? Weiß ich nicht. Das aber das ist halt nervig. Ist halt Nostalgie. Ich kann es, glaube ich, auch mit STRG, glaube ich, aufheben. Muss ich mal gucken. Die Klassik 1. Nee, egal, da kannst du auch klicken, ist auch egal. Ja, ich glaube, das hört man nicht. Vor allem nicht, wenn wir labern. So, jetzt haben wir einen Bogen gefunden. Der ist ziemlich nice. Du hast doch einen Gürtel, glaube ich, gefunden. Leg den mal an. Stimmt, Gürtel gibt's auch seit End-On. Gürtel der Kraft. Ja. Hat kein anderes Spiel, oder? Gürtel? Jedes hat Ringe und Ketten, aber kein Diablo. Ja, stimmt, stimmt. Aber es bringt nur zum Tränke verstauen. Doch, klar, bringt er auch normales Stats-Bonus. Ja, also. Oh fuck. Ich sehe halt auch viel. Das ist ein Goblin, aber ich weiß nicht, wie viele da sind. Ich glaube, es sind zwei maximal. Boah. One-Shot. No Scope. Ja, Cheater. Nächstes Mal mache ich 360. Goblins kannst du auch ausnehmen, ja? Oh, guck mal, er hat einen Pfeil in der Hand. Weiter rechts geht's auch noch weiter. Ist das denn Pfeil in der Hand? Nein. Da. Ja. Warum auch immer. Nimm den Goblin mal aus, Alter. Hab ich gemacht, oder? Hast du nicht? Weißt du? Bam! Nicht gut zu plündern. Ist egal, kann man. Das ist ein Gold in der Stadt. Noch kann man es verkaufen. Noch ist ein bisschen wertvoll. Jetzt hier weiß ich nur immer nicht so richtig, ob ich links oder rechts lang muss. Beide sowieso, ist völlig egal. Das sowieso, aber eins ist eine Sackgasse. Und auf der anderen Weg treffe ich Feldräuber, die schaffen wir noch nicht. Ernsthaft? Feldräuber hier schon? Ja. Goblins. Drei Stück? Ja, ja. Oh, was hat den Pfeil fallen lassen, der Idiot? Die können einen auch schon ganz schön gefährlich werden, so ein. Oh, Scheitrich finde ich das nicht. So ein Schmoblin. Ja, du hast an die Äste, glaube ich, geschossen. Geht das? Ja, klar, also hier keine Hindernisse. Bäm! Kurzsprung ist OP! Ja. Wir werden einen Jäger, wenn wir sowieso. Achso, was für eine Waffe wollen wir? Also, wir müssen ja trotz Magie. Naja, auch, wir haben uns noch nicht entschieden. Novize oder Söldner? Ah, genau, wenn wir Novize werden sollten. Novize definitiv Stabkampf. Stimmt, die haben Stäbe, ne? Stabkampf. Ja. Stimmt, aber was. Zweihandstab. Apfel! Wie kacke sieht der denn aus? Ja, der ist ein bisschen die. die war ja. Halt schon mal eine Made dran, ist doch okay. I. Trotzdem bringt er. Ja, deswegen bringt er Stärke, weil er viele Proteine und so. Ja, Eiweiß ist gut. Ja, total. Irgendwie kann man auch ja, alles nehmen, aber ich weiß nicht wie. Steuerung? Huch. Oder ein 20er Pack oder so kann man das nehmen, ich weiß es nicht. Gedrückt halten, lass mal gedrückt. Alt. Okay, alt. Alter, pff, alles genommen gerade. Okay. Tja. Ach Gottchen. Ja, wir gehen jetzt nämlich jetzt hier durch die Höhle. Und unten treffen wir dann einen alten Bekannten aus dem Sumpflager, aus dem ersten Teil. Ich kenne gerade seinen Namen. Alter, wie oft hast du diesen Teil jetzt schon gespielt? Ich weiß nicht. Dass du das einfach alles weißt. Noch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, der Typ. Ich auch nicht, aber ich wusste nicht mal, dass man überhaupt einen trifft. Rechts ist der Feldräuber, glaube ich, gewesen. Und zwei Stück sind da. Oder einer nur? Du kannst sie aber besiegen. Du hast doch Feuerball-Zaubermagie. Ja, die kann ich. Die kann ich. Soll ich machen? Ja, mach. Die kann ich auch. Dann speichere ich nochmal, ne? Mach doch, speicher. Oh, was ist hier los? Weiß ja nicht. Genau, überschreib einfach so generell. Sowieso alle. Feld F? Feldi. Feldi. Oh, jetzt schon wieder mega FPS-Einbrüche. Was ist los? Ah! Wow. Oh Gott! Wow! Ja. Ich glaube, du musst die Magie irgendwie ausrüsten, ne? Mit 4. Ja, ja, ja. Mit 4 ist, glaube ich, gewesen. Man kann auch, glaube ich, Leertaste halten und da hast du so ein Ringmenü. Echt? Gothic 2? Ich glaube, ja. Kann sein, ja. Damit man später die Runen ein bisschen. Okay, aber. Vielleicht war es doch 4. Ja, 4 war, weil du es gerade vergeben hattest auf dem. Ah! 4. Ich kann auch 3 drücken. Ich glaube, 3 ist Ringmenü. Wenn du mehrere hast, dann kann er dann. Achso. Kannst du, glaube ich, umschalten. Ja, werden wir irgendwann später sehen. Wenn wir die ganzen Runen dann haben, können wir umschalten. Ich futter erstmal was. Brauchst du nicht, Alter. What the fuck? Einfach zu futtern. Ich bin fast tot. Die sind aber sowieso nach einem Feuerball tot. Meinst du? Ich glaube, deswegen hast du nämlich die 2 Feuerbälle, damit du die bei den Viecher killen kannst. Wir können nur einen Feuerball schießen, ist das Problem. Dann war. Echt? Ja. So schnell? Ja. Nein. Doch. Pass auf. Was ist der andere jetzt? Ich weiß auch nicht, was ich Angst. Zu labern, Alter. Geil. Der ist wahrscheinlich. Guck mal. Vielleicht auch durch die Boden weggebackt oder so. Backt, weißt du? Den anderen kannst Käfer. Du ja eigentlich theoretisch bekämpfen, oder? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ey. Die hau mich ganz schön. Auch nicht. Ich kann doch nicht gut kämpfen. Da ist nichts zu holen. Wusstest du, dass jemand schafft? Ja, ja. Butlerfleisch. Da werden wir hier krass kämpfen können, halt. Da kommst du ja. Sehen? Da war's im Menü. Ja. Das meinte ich. Kannst du das noch zaubern? Probier's mal. Ja, ja. Zwei kann ich machen, siehst du? Fuck you! Ja, warum glaubst du mir nicht? Nice, darum bist du ja hier. Ich muss da auch ein bisschen skeptisch sein. Du bist so doof, können ey. Wir, können wir die ausdingsen? Noch nicht. Stimmt, später kommen wir die Zangen. Ja, die Zangen und die Drüsen und so eine Scheiße. Ja. Ey, kann man so viel machen in dem Spiel, ist unglaublich. Ach ja. Ja, ja. Guck, jetzt kommen wir hier in so ein Tal. Da sind leider Wölfe.
Ach ja, hier unten, ja, ja, da kann ich mich dran erinnern, dass ich ab und zu mal runtergesprungen mit Akrobatik. Irgendwie kannst du ja auch extrem weit runterfallen und mit Akrobatik überleben. Ne? Genau, dann kannst du dich abrollen und dann. Ja. Wollen wir wirklich runtergehen? Sind hier nicht irgendwie irgendwelche Fliegen oder hier unten? Fliegen und Wölfe gibt's hier unten, aber unser Freund aus dem Sumpflager, der rettet uns. Ach, das, ja, 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 jetzt verstehe ich wieder, was du meinst. Der heißt nicht Lies, der Söldner-Typ. Diego ist das auch nicht gewesen? Der kommt auch später. Diego, genau, das ist der Diego. Oder ist das Diego gewesen? Nee, 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 Diego ist der, der war, der Bogenschütze ist das. War es nicht der Schatten? Meiner Meinung nach hat er den Bogen. Die Bogen treffen wir auch gleich. Das ist Coverlawn. Coverlawn der Jäger. Gleich, den triffst du im Minental. Nee, nee, den triffst du hier im Add-on. Gleich. Also nicht hier unten, sondern das ist der nächste, den wir treffen. Das ist alles, aha. Alles anders. Wie geht's hier nicht? Ah, hier runter. Ja. Also Coverlawn treffen. Wie heißt er denn? Ich weiß nicht, das sehen wir gleich. Genau, wir brauchen noch 10 Pflanzen für eine Quest. Also von einer Sorte 10 Stück. Tja, gute Frage. Dann sind da 20. Oh, guck mal. Ja, ich weiß. Ich hab's schon lange gesehen. Wollen wir dann hier einen Cut machen? Können wir machen. Und weil wir kommen gleich noch. Oder wir machen noch ein langes Gespräch. Ist nicht lang, aber. Weiß ich nicht. Das musst du entscheiden. Nö, wir machen jetzt einen Cut. Okay, dann. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter von Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.